Ja, moin, moin, der große Rote hier. Willkommen zurück zum dritten Teil meines Nakari 20 Züge Guides. Wir sind jetzt, wir haben jetzt letztes Mal unsere Hauptprovinz erobert. Jetzt bewegen wir uns in die Richtung Etharion, beziehungsweise werden erstmal nochmal die Nebenfraktionen uns umlubbeln. Wie immer, wenn ihr noch Vorschläge habt, was ihr als nächstes sehen wollt, haut's in die Kommentare rein. Ihr habt bis zum Wochenende Zeit. Das ist der 31. Dritte. Bis dahin habt ihr Zeit, noch ein paar Vorschläge reinzuhauen. Dann werde ich ersten, zweiten werde ich euch abstimmen lassen und dann werde ich am zweiten nachmittags werde ich dann die nächste, sagen wir mal, die nächste Fraktion aufnehmen in dem Guide. Also immer fleißig rein. Die ersten drei, sagen wir mal, Kommentare werden genommen und zur Abstimmung gestellt. Wenn es weniger als drei werden, dann gewinnt halt derjenige. Also wenn es nur einer wird, dann wird halt die genommen, die da gewonnen hat. Die halt, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Gut, so, wir bewegen uns jetzt genau auf dem Weg nach Ulfres. Wir halten immer ein schönes Auge drauf auf Ulfres. Wir sind jetzt Runde 4. Runde 4 hat die gute Ariel die Strahlen ihre Startprovinz eingenommen. Das ist absoluter Standard. Das ist weder schlecht noch stark. Das ist ganz normal. So, also da lässt sich noch nicht viel erklären. Essarion hat auch nur zwei Provinzen. Der könnte schon eine dritte haben. Da muss man ein bisschen gucken, wie er sich da verhält. So. So, wir haben ja gesagt, wir wollen das hier umbauen. Ne? Ich habe gesagt, wir wollen keine öffentliche Ordnung haben. Deswegen werden wir das hier nicht in die dunkle Bastion upgraden, weil das Kontrolle gibt, sondern wir wollen das hier haben. Dann werden wir das hier noch upgraden, solange wir den Erlass haben. Dann switchen wir wieder zu rum auf den Wachstumserlass. Ja, da müssen wir ein bisschen gucken. Ich würde so fünfmal Kavallerie machen. Das heißt, ich würde noch einmal die Kavallerie machen. Dann zweimal die anderen. Dann sind wir bei 16, 17. Ja, und dann füllen wir mit Infanterie auf. Das ist eine gute Idee. Weil wir uns jetzt mit denen hier anlegen werden. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir hier die Armee der Getreuen brauchen oder nicht. Das hängt immer ein bisschen darauf an, wie die KI sich verhält. Wir werden aber schon mal einen Opferklaus produzieren. Das heißt, wir gucken mal, ob wir hier was Schönes bekommen. Oh, Perfektionist ist geil. Und Kapazität Einheitverführung. Das ist ein sehr, sehr schöner Perk. Doch mit einer Schattenmagierin zusammen. Das ist eine sehr, sehr gute Kombination. Das geht auch. Taiocha ist auch, das ist auch schön. Was haben wir hier? Geschuppte Haut und Eisenhaut. Ja, hier bei den Sachen ist es so ein bisschen eure persönliche Priorität, was ihr nehmen wollt. Ne? Die, die Heroldin des Slaanesh sind eher die Squishy-Varianten, während die Kriegsherren des Chaos natürlich eher die Tanky-Varianten sind. Das heißt, hier habt ihr einen sehr starken Melee-Frontline-Brawler, ne? Vor allen Dingen hier mit 25% Geschossresistenz, 5% physischen Resistenz. Er hat hier schon 15%. Das heißt, der ist gegen die Hochelfen super, super, super geil. Mega Tanky. 50, was haben wir hier? 15 plus 5 sind 20. Das heißt, wir sind hier bei 20, wir sind hier bei 25, ja, wir sind bei 50% Geschossresistenz gegen physischen Schaden. Ne, gegen physische Geschosse haben wir quasi einfach nur die Hälfte des Damage. Das ist natürlich gegen Hochelfen super geil, also mega, mega gut. Wenn ihr eher aufs, sagen wir mal, aufs Late, Mid- bis Late-Game scalen wollt, ist das natürlich mega. Ne, Perfektionist, Charaktererfahrung und mehr Kapazität für Einheiten verführen, super, super gut. Dann könnt ihr quasi einfach bessere Einheiten vom Gegner klauen. Müsst ihr so ein bisschen für euch entscheiden. Ich persönlich, wie gesagt, ne, ihr kennt mich, ich bin ein absoluter Freund von Defensive. Deswegen werde ich mir hier Rell holen. Ja, wir brauchen den Opferklaus. Wir haben nämlich vor hier drüben, die besitzen ungefähr anderthalb, ein Drittel Fullstacks besitzen die. Und wir können diese Armeen natürlich nicht in den Städten schlagen. Ne? Ihr habt es ja in der ersten Folge schon gesehen, in der zweiten Folge, glaube ich, in der zweiten Folge gesehen, als wir Tor Arache eingenommen haben. Achara eingenommen haben. Das ging nicht gut aus für unsere Truppen. Dementsprechend wollen wir die Entscheidung hier auf dem Feld führen. Dafür brauchen wir den Opferklaus. Ja, den werden wir schon mal mitnehmen. Man kann auch noch ein, zwei Runden warten, wenn man möchte. Aber ihr seht halt schon, ne, wir kommen hier ins Negative. Wir schaffen sowieso keine Full Stack. Da müssen wir eh mal ein bisschen Ausschau halten. Wir werden also ein bisschen ins Negative rutschen. Was unsere Truppen angeht. Aber wir wollen den Gegner zu uns locken. Ne? Wir benutzen den Opferklaus.
Könnt ihr gerne mal in die Infobeschreibung gucken, wie der Opferklaus genau funktioniert, aber ihr werdet es halt jetzt hier auch im Video sehen, um die KI rauszulocken. Das ist so ein bisschen, es ist zwar ein bisschen cheesy, aber die KI ist halt, ne, manchmal muss man das halt machen, wenn die sich halt in ihren Städten verbarrikadiert, du kommst dann halt nicht rein, ne, vor allem so auf die Waldelfen, wenn die in ihren Bäumen stecken, Junge, kriegst du Krise, mein Junge. So, das, was wir jetzt machen, ist, wir gehen hier einmal raus, gehen hier in den Hinterhalt, wir gucken mal, bis wo die kommen. Ah, perfekt. Wir gehen hier hin, haben hier 70%, machen jetzt Folgendes. Wir nehmen jetzt den Kommandanten, stellen den da rein und erklären dieser Fraktion jetzt den Krieg. So, das, was die KI jetzt sieht, ist, hier steht ein einfacher Kommandant, den sie einfach umbringen kann. Wir werden noch mal ein Stückchen näher ran. So. Das, was die KI jetzt sieht, guck mal, da ist ein Kommandant, da könnte ich jetzt hingehen, den töten und dann wieder zurückgehen. Das heißt, die KI wird jetzt versuchen, den Kommandanten anzugreifen. Sei denn, sie entdeckt uns natürlich im Hinterhalt, dann wird sie das nicht tun. Aber wenn sie jetzt sagt, sie greift ihn hier an, kann das sein, zu einer 70% Chance, dass wir die Armee im Hinterhalt erwischen. Und ja, Hochelfen im Hinterhalt, könnt ihr euch an zwei Fingern ausmalen. Ne? Harter, sagen wir mal, Fernkampfstock. Das ist natürlich, da haben wir sie easy peasy. So, wir bauen die hier aus. Wir gehen auf Stufe 2. Warum gehen wir bei Elias auf Stufe 2? Damit wir Doppelnahrung haben. Ne? Es gibt hier einmal Wachstum hier 10 Punkte und wir können auch einmal das Wachstumsgebäude bauen. Na, das gibt halt sehr, sehr gut. Das heißt 40 Wachstum auf der zweiten Stufe. Wir wollen so schnell wie möglich Wachstum pumpen. Wir haben zwar ein bisschen Geld, Probleme, aber da macht euch keine Sorgen. Wir können uns relativ gut Geld durchs Kämpfen holen und wenn wir wirklich sagen, wir brauchen mal, also wir haben Zeit und brauchen ein bisschen Geld, können wir hier auch über die Meere schippern, vielleicht ein oder zwei Schätze mitnehmen. Ah, das dürft ihr da nicht vergessen. So, wir wollen jetzt hier runter und dann gucken wir mal, ob das jetzt klappt. Hat natürlich ein bisschen was mit Glück zu tun, ne? Aber das ist die beste Strategie, die ihr gegen die Hochelfen fahren könnt. Schade, hat nicht geklappt. So, das, was wir jetzt machen, wir machen hier einen Quicksave. Wir versuchen jetzt die KI, sagen wir mal, ein bisschen auszutricksen. Weil das, was die KI machen kann, ist, die stellt sich manchmal einfach dumm und dämlich in Gewaltmarsch hin. Und wenn wir eine Armee im Gewaltmarsch erwischen, können wir halt die ganze Armee auslöschen. Das heißt, wir ziehen uns hier einmal zurück. Dann ziehen wir uns hier einmal zurück. Und perfekt. KI hat genau das gemacht, was wir erwartet haben. Wo ich gesagt habe, das ist so, es ist ein bisschen cheesy, aber wir müssen hier mit Nakari wirklich alle Tricks auspacken, die wir haben. Und jetzt haben wir hier seine Hauptarmee im Gewaltmarsch auf unserem Territorium. Das ist natürlich super geil und in Angriffsreichweite. Na, das kommt halt noch dazu. Also das ist hier das Best-Case-Szenario, wenn der Hinterhalt nicht klappt. Deswegen habe ich da einen Quicksave gemacht, weil das macht die KI nicht immer. Er hätte auch sein können, dass sein Gewaltmarsch zurück nach Tor Karuli rennt oder so. Naja, das ist so ein bisschen, muss man immer ein bisschen gucken und ein bisschen Glück haben. Aber das nehmen wir natürlich jetzt hier mit. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin. Ja, wir könnten jetzt sogar auf Auto-Resolve drücken, ohne mit der Wimper zu zucken. Wenn ihr sagt, ihr möchtet das nicht spielen, drückt man ja auf Auto-Resolve. Wir haben den Vorteil vom Wald. Das heißt, wir haben zwar zwei Kavalleristen, aber ihr kennt mich, ne? Ich habe halt nicht so das große, bin nicht so der große Kavalleriespieler. Das heißt, wir haben einen Vorteil vom Wald. Wir können diesem riesigen Geschützstock ein bisschen aus dem Weg gehen. Wir könnten jetzt auch sagen, wir holen uns noch die Kavallerie rein, wenn wir noch 1000 ausgeben wollen. Das wäre sehr, sehr gut, weil dann hat der Gegner gar keine schnelle Einheiten. Wir hätten eine zufällige Kavallerieeinheit, die wir benutzen können, um die Schützen hinten zu ärgern. Ne, wir müssten uns nicht erst um die gegnerische Kavallerie kümmern, aber wir schaffen das auch so. Wir machen hier einen Quicksave rein. Ah, wir lassen das hier die KI steuern. Soll sie den komischen Kommandanten steuern, müssen wir uns auch nicht drum kümmern. Der macht sowieso nichts, wenn der ins Kampagnengeschehen eingreift. Ist tot. So, der Vorteil ist, den wir jetzt haben, er steht im Gewaltmarsch, das heißt, wir besiegen ihn, Armee putt. Zweitens, wir stehen in unserem Gebiet, das heißt, wir kriegen Verlustverstärkungsrate. Ne, und können dann, also das ist halt richtig, richtig cool. Ne? Haben wir hier jetzt schön die KI aufs Kreuz gelegt. Und so müsst ihr halt die ganze Kampagne mit Nakari im Early Game spielen.
Ihr müsst das so lange machen, bis ihr in der Lage seid, die Städte zu knacken. Und die Städte seid ihr in dem Moment in der Lage zu knacken, wenn ihr die Chaoskriege habt, weil dann können die KIs, dann können die Bogenschützen so viel schießen, wie sie wollen, gegen Chaoskrieger mit 100 Rüstung plus Schild. Da ist Ende im Gelände. Ne? Da kommen dann die, da ist dann das Ende der Geschosse erreicht. Da wird es dann erst gefährlich, wenn die KI Monster bzw. Magische Geschosse aufs Feld bringt. Ja, da müssen wir dann ein bisschen aufpassen. Und wenn die kommen, aber bis dahin seid ihr absolut im Vorteil dann, wenn ihr die krassen Einheiten habt. So, wir machen hier auch wieder, da es so viele Fernkämpfer sind, werden wir auch unsere Slaanesh-Bestien als Fernkampf benutzen. Wir wissen von der ersten Schlacht, die KI hat ihre Kavallerie links aufgestellt, deswegen pokern wir da drauf, dass die Kavallerie diesmal auch auf der linken Seite steht. Dementsprechend bringen wir hier unsere Kavallerie nach rechts. Jo. Dann wieder Gruppe, ne? STRG und 1 und schließen, damit Streitwagen ist so ein bisschen nutzlos, da ich den nicht spielen kann. Aber ne, STRG und 1 zum Gruppe auswählen, dann markieren, damit wenn wir das jetzt so machen, die Einheiten alle in einem Tempo laufen, dass uns Nakari nicht vorsprintet und einfache zwei Salben zerschossen wird. Uiuiui. Aufpassen. Na, haben wir geschlafen. So, wir werden uns mal hier ein Stückchen weiter in den Wald zurückziehen. So. Dann können wir hier die Gruppe auch wieder auflösen. Zack, 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 zack. So, die hier gehen hier hoch. Linke Flanke wollen wir quasi nicht töten. Das, was wir machen wollen, ist rechte Seite töten. Deswegen lassen wir das hier mal im Slow Motion weiter. So, wir müssen hier auf jeden Fall Nakari einmal im Kreis laufen lassen, weil ihr seht schon, der wird halt hart. Ne, fliegt halt hier alles auf Nakari. So, dann müssen die da durch. Ihr müsst durch. Und die hier müssen, sagen wir mal, die können hier einmal durchfahren. So, jetzt können wir einen Angriffsbefehl geben. So, müssen ein Stückchen rum. So, das, was wir jetzt machen, ne, der Gegner hat einen kleinen Fehler gemacht. Er hat hier keine, sagen wir mal, Einheiten zum Blocken gehabt, sondern hat versucht, unsere Kavallerie abzufangen. Deswegen können wir jetzt mit unseren Dämonetten und den Slaanesh-Bestien einfach hier gerade durch. Und ja, ne, Slow Motion ist halt so ein Ding hier auf der Kampagne mit dem. Ja, könnt ihr schon mal gucken, ob wir eine Peitsche kriegen. Oh, es geht. So, ich muss ja ein bisschen auf die aufpassen. So. Zack. Perfekt. Okay, super. Das heißt, Dämonetten werden helfen. Zack. Zack. Slaanesh-Bestien, zack. Dämonetten. Zack. Und zack. So, und dann können wir jetzt wirklich auch bitte draufhauen. Na, ihr seht schon, Nakari ist ein Monster. Was das Töten von Helden angeht. Das ist halt absolut seins. So. Hier hatten wir Kavallerie weg, das heißt, wir lassen hier einmal die Kavallerie kurz hinten reinchargen. Einmal
wieder raus. Die da rein. Die da rein. Na, wir müssen uns jetzt hier um die Schützen, müssen wir uns jetzt nicht so berauschen kümmern. Wir haben das hier eigentlich alles. Unsere Gefahr ist jetzt hier, dass wir unsere Infanterie ein bisschen schonen. Die dürfen nie lange drin sein, weil die Speerträger sich instant umdrehen, um euch zu töten. Ja, das muss euch halt einfach, müsst ihr immer wieder sofort rausziehen, sammeln lassen und dann. So, ja, jetzt kommt da hinten zum Beispiel kommt Schützen wieder. Da müssen wir uns dann drum kümmern. Wir geben hier sogar nochmal ein Bonus-Movement. Zack, jetzt ist tot. Jetzt haben wir es hier gleich. Können die da hinten rein. Und da haben wir es. Easy. Ja, das, was wir jetzt machen, wir werden aufreiben, weil wir natürlich noch so viel XP und Co. und Sklaven mitnehmen wollen. Die Armee ist zwar komplett tot, ne, da es im Hinterhalt war, aber wir wollen natürlich so viel wie möglich mitnehmen. Mal, warte mal. Brauche ich die Slanesh-Bestien da nicht? Ich kann die Slanesh-Bestien da hinschicken. Ja. Dann. Du da. Du da. Du da. Und dann dürfen sie gerne mal loslegen. So. Ja, da habe ich es verkackt. Ah, kannst du mir die noch holen? Super, super, super. Haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir. So, hier müssen wir mal auflösen. Er hat sich zu sehr geknubbelt. Na, dann einfach mal auflösen, den Knubbel. Oh, da ist sogar die KI. Da sind noch zwei. Hier haben wir noch einen. Super. Haben wir. Ja, ihr habt gesehen, ne? Die Kavallerie müsst ihr wirklich aufpassen, wenn ihr sie hinten in Einheiten reinsteuert. Die drehen sich halt wirklich um und pieksen euch tot. Ne? Wenn ihr das eine Minute, wenn ihr da mal 30 Sekunden nicht hinguckt, ist eure Einheit halt einfach weg. Wer lebt denn hier jetzt noch? Wieder so ein Hero-Held, ne? Da kommt's egal. Soll er überleben? Bringt eh nichts. Ja, das war eigentlich schon der Vorentscheid. Das ist jetzt quasi nur noch aufräumen bei der Nebenfraktion. Da müssen wir jetzt rein. Und genau so spielen wir das gegen alle anderen Hochelfen. Wir wollen immer den Opferklaus benutzen. Wir wollen versuchen, sie im Hinterhalt zu erwischen, weil da wollen wir sie haben, ne? Wir wollen sie aus den Städten in die Schlachten locken, auf offenem Schlachtfeld. Das ist unsere Stärke in den Städten. Nee, danke. Ich meine, wenn nur Garnison drin ist, ist das okayisch. Aber so wie Dings reinkommt, wird das nicht lustig. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, uns hier 1000 Kröten zu holen. Ihr seht ja, ne, die XP-Gain ist halt wahnsinnig gut. Da das wieder das erste Mal gegen diese Fraktion gekämpft war, einfach zwei Level, also Nakari explodiert von den Leveln her halt richtig gut. Hier können wir jetzt die Anhänger nehmen oder die Gefangenen, als beides gut. Ich persönlich würde euch empfehlen, nehmt die Gefangenen verschlingen, also die Frost-Verstärkungsrate, da wir sowieso gleich, sagen wir mal, das was wir hier oben haben an den Kulten, das reicht uns erstmal. Na, das ist erstmal okayisch. Wir können, wenn wir wollen, haben wir ja später die Möglichkeit, also wenn ihr sagt, ihr wollt wirklich viele, ihr wollt hier schnell darauf gehen oder so, ne, ihr wollt die Anhänger haben, dann ist natürlich das hier ganz nett. Aber wenn ihr sagt, ihr wollt eher Verlustverstärkungsrate haben, weil ihr euch nicht so konfident fühlt oder so, dann ist natürlich die Sache ganz gut. Eine Sache, die ihr hier denken müsst, wenn ihr euch die Kulte hier mitnimmt,
Es ist natürlich einfacher, hier oben A auf die 1000 zu kommen und B auch einfacher, die Gebäude zu bauen, die wir jetzt gleich machen wollen, wenn wir unseren Kult errichten. Beziehungsweise wir wollen ja mit der Armee der Getreuen, die 300 Punkte, die wir dafür brauchen, die wollen wir eigentlich immer auf Tasche haben, dass wir immer eine Armee der Getreuen zur Not rekrutieren können. Ja, die sind wie die Blutarmee bei Khorne, so eine extra Armee, die wir spawnen können, die aber keinen Unterhalt kostet. Im Gegensatz zu den Khorne-Blutarmeen. Das ist die Sache, die wir dir so ein bisschen im Kopf behalten müssen. Wenn ihr diese Fraktion nicht vasalisieren wollt, dann und ihr sagt, nee, komm, ich schaff das ohne die Verlustverstärkungsrate, dann nimmt die Anhänger. Wenn ihr sagt, ihr wollt diese Fraktion hier vasalisieren, dann müsst ihr die Anhänger nicht mitnehmen, weil das Vasalisieren einer Fraktion, wenn es die letzte Siedlung ist, ne, also wenn ihr letzte Siedlung erobert, könnt ihr diese Fraktion dadurch vasalisieren, das bringt euch 500 Anhänger. Kann man jetzt argumentieren, kann man jetzt gegen argumentieren, das hat alles seine Vor- und Nachteile, vor allen Dingen, wenn wir es schaffen, diese Fraktion einfach in der Nebensiedlung einer Fraktion zu vasalisieren, ne, dass sie einfach nur eine Nebensiedlung hat, dann spawnt sie halt immer ihren Fullstack-Elfen, der zwar nur aus Schwerträgern und Bogenschützen besteht wird, aber es ist halt ein Fullstack-Elfen, ne, den wir halt nicht kontrollieren müssen. Also den wir zwar nicht kontrollieren können, aber der uns auch keinen Unterhalt kostet. Dafür haben wir halt die Provinz nicht vollständig. Ja, gut, dann haben wir halt nur die Hauptstadt und nicht die Nebenstadt. Das muss man immer so ein bisschen, abschätzen. Ja, ich würde sagen, wir nehmen hier trotzdem die Kulte, weil ich mich relativ confident führe, das auch ohne Verlustverstärkungsrate zu machen. Deswegen nehmen wir hier die Kulte. Es macht aber keinen großen Unterschied, weil wir ja hier, ne, ihr seht halt, wir werden hier sowieso noch ein paar Mal kämpfen. Wir werden schon noch genug zusammen kriegen. Und Verlustverstärkungsrate ist hier definitiv auch eine Sache. So, das, was ich jetzt gemacht habe, war Bullshit. Na, das war jetzt richtiger Bullshit. Ich habe vergessen, dass wir den Opferklaus noch haben. Wir haben ja den Opferklaus noch. Das heißt, hier gehen wir, ne, auf Maschira für Bewegungsreichweite-Karte. Man kann ihn natürlich jetzt auflösen, wenn man möchte. Weil jetzt brauchen wir ihn ja nicht mehr. Jetzt werden wir nächste Runde einfach hier angreifen. Die Siedlung plätten und dann nächste Runde hier hingehen. Der Opferklaus ist aber deswegen gut, weil der Opferklaus nämlich Folgendes machen kann. Wenn ich jetzt nicht in Gewaltmarsch gestellt hätte, sondern einfach normal gelaufen hätte, hätte ich den Opferklaus quasi hier vorstellen können und hätte nächste Runde belagern können und wäre rangekommen mit Nakari im Gewaltmarsch, um das trotzdem zu machen und hätte hier jetzt Truppen rekrutieren können. Da ich das jetzt gemacht habe, nicht nachgedacht habe, machen wir das anders. Das ist die andere Möglichkeit, wozu man den Opferklaus jetzt benutzen kann, wenn man ihn nicht mehr braucht, um die Gegner rauszulocken. Weil das hier ist kein... Also das ist eh eine Stadt, also das ist eh eine Feldschlacht, da es kein Miner Settlement Battle ist, ne? Hier ist zwar schon das Mauerngebäude drin, aber das hat noch keine... Ach doch, scheiße. Das hat eh... Das ist ein Miner Settlement Battle. Aber mal gucken, das wird jetzt wieder ein bisschen eklig. Ne, meiner Settlement Battle hat wieder das Problem, dass wir halt von allen Seiten, ne, dass sie sich halt wieder verschanzen können, etc. Und gucken wir mal. Ja, da war ich ein bisschen zu schnell, vor allen Dingen da hier, was sind hier? Vier? Boah, das sind 8 Bogenschützen sind in der Armee drin. 10 Einheiten, die schießen können, weil zweimal Garde drin ist, also Lausanne-Garde. Das sind die Speerträger, die schießen können. Also das war hier keine schlaue Idee, was ich hier gemacht habe. Ne, macht das nicht. Rekrutiert Einheiten vor, schickt die ein, setzt den in Hinterhalt, setzt den hier irgendwo vorne hin, damit ihr nächste Runde mit der Einheit quasi angreifen könnt und dann Nakari als Verstärkung mit ranziehen könnt. Dass ihr das quasi so macht. Jetzt müssen wir damit leben. Ist halt so. Dementsprechend werden wir jetzt nächste Runde Toa Kurali belagern. Er wird zwar einen Ausfall machen, wir müssen zurückziehen. Das verhindert aber, dass er da Truppen rekrutieren kann. Ja, darum geht's einfach. Städte, die belagert sind, können halt keine Truppen rekrutieren. Ja, wir sind hier Level 10, kriegen wir willige Beute. Das heißt, wir brauchen noch 2 Level. Dann sind wir hier oben. Wir müssen 4 Punkte haben, damit wir hier die Größe von beschworenen Armee der Getreuen um 20% erhöht. Das wollen wir uns holen. Das Einzige, also wir werden jetzt Punkte sparen. Das Einzige, was wir noch machen, ist geschmeidig und agil. Wir holen uns nochmal 10% Geschossresistenz. Ist, glaube ich, selbst erklärend, warum wir uns das holen gegen die Hochelfen. Ja. Das war's ja eigentlich auch schon. Wir gucken nochmal in die Diplomatie rein, wie es jetzt hier aussieht, ob wir jetzt hier endlich ein Handelsabkommen bekommen. Ja, ne, wir sehen es halt, wir kriegen jetzt, das tickt halt jetzt Stück für Stück runter, da wir jetzt mit Chautique quasi im Kampf sind.
Dementsprechend wird das irgendwann, wenn sie den Nicht-Angriffspakt brechen, dann verlieren wir die Diplomatie, also die Verführung plus 5 pro Runde, weil wir kein Dings mehr haben. Das, was wir machen können, wir können gucken, ob wir uns ein teuren Handelsabkommen kaufen. Da kann man überlegen, ob man das machen möchte. Ja, es ist halt eine Menge Geld, die da reinfließt, aber wir werden jetzt erstmal das hier machen. Und zwar einen Kult ansiedeln. So. Weil das, was wir jetzt machen in den Kult, ist dieses hübsche Gebäude hier bauen. Deswegen habe ich gesagt, lass uns lieber die Anhänger nehmen. Dieses Gebäude spawnt jetzt nämlich einen Kult. Einen Kultisten. Wir werden das Gebäude danach wieder abreißen und ein anderes Gebäude bauen. Ich will jetzt nur einen Kultisten haben. Warum will ich den Kultisten haben? Weil der Kultist, ihr seht es jetzt hier, mit dem wir das gemacht haben, hat jetzt 15 Runden einen Cooldown, wo er keine weiteren Kulte ansiedeln kann. Den Kultisten, den wir jetzt hier aber rausbekommen, der hat diesen Cooldown nicht. Das heißt, mit diesem Kultist, den wir jetzt spawnen, gehen wir in die letzte Stadt, in Elistor Hafen, und machen dort einen Kult rein. Und wenn wir dort dann wieder einen Kultisten spawnen, dann dürfen wir das Gebäude hier nicht abreißen. Ich hatte es euch ja schon erklärt gehabt. Dann könnten wir diesen Kultisten nehmen, der auch keinen Cooldown hat, und könnten das nächste Kultgebäude bauen. Und so könnt ihr quasi mit einem Kultisten einen neuen Kultisten erschaffen. Ihr löscht den alten Kultisten, weil euch das Unterhalt kostet. Na, diese Kultisten sind nicht, das sind ganz normale Helden, die kosten euch halt Unterhalt. Wie viel kostest du im Unterhalt? 260. Das heißt, ihr ruft immer einen neuen Kultisten, macht damit einen Kult, löscht den und holt aus dem Kult einen neuen Kultisten. Und dann könnt ihr die ganze Welt mit diesen Kulten untergraben, wenn ihr das wollt. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ihr konzentriert euch halt auf eine Fraktion, die ihr haben wollt. Wenn das jetzt, also damit kann man halt erstmal, ne, erstmal macht man das, erstmal kann man damit. Also als allererstes nutzt ihr das einfach, um überall die Kulte reinzumachen. Wenn ihr quasi sagt, okay, ich habe jetzt hier 6 Kulte im Imperium, das reicht mir, dann reißt ihr dieses Gebäude überall wieder ab und ersetzt dieses Gebäude durch die Gebäude, die mehr verführerischen Einfluss generieren. Ne, bei Siedlungen, die mehr als 300 haben, könnte man die Stube des Exzesses machen. Oder man sagt, man macht überall Versteck des Exzesskultes rein, weil er dann pro Runde 5 Anhänger generiert. Und wir brauchen ja Anhänger, um neue Kultgebäude zu bauen, um hier oben den Kult zu verbreiten, random in 3 Siedlungen, ne, um Armee der Getreuen zu rufen, brauchen wir die Kulte, die Anhänger da oben. Wie heißen die richtig? Die Anhänger, genau. Wir brauchen hier für diese Sachen die Anhänger. Das heißt, ihr könnt das, wenn ihr sagt, okay, jetzt habe ich genug Kulte verbreitet in der Region, jetzt ziehe ich aus den Kulten, kann ich zwar kein Geld rausziehen, also die bringen mir kein Geld, aber ich kann daraus Anhänger raus. Und diese Anhänger kann ich wieder ummünzen in öffentliche Ordnung, zusätzliche Truppen, mehr Geld, mehr Wachstum. Ne? Das ist so eine Sache, wo man sich wirklich, wo man da richtig cool Shenanigans mitmachen kann. So, das heißt, die können wir jetzt wieder hochziehen. Das ist jetzt wieder deren Aufgabe, weil wir hier jetzt einen Kult reinmachen. Das Problem natürlich ist, wenn ihr das macht, ihr seht das schon hier, Abneigung Heldenaktionen gegen Zephrey. Das heißt, ihr verliert erstmal diplomatische Dings, diplomatische Reputation bei der Fraktion, da ihr die Beliebtheit dadurch erstmal reduziert. Eine Sache, die wir noch machen können, bevor wir abhauen, ist, wir können nächste Runde versuchen, hier noch Verstärkung zu behindern machen, weil wenn das klappt, kriegt der einen Mal des Slaanesh, wenn eine Heldenaktion gegen eine Armee klappt. Und Mal des Slaanesh sorgen halt auch wieder dafür, dass diese Fraktion schneller integriert werden kann, was uns übrigens auch wieder 300 Anhänger kostet. Das heißt, irgendwann kann man das mit diesem Kulte immer weitermachen. Irgendwann muss man so ein bisschen anfangen, wenn man halt nicht nebenbei übelst krass Krieg macht und eine Fraktion nach der anderen unterwirft oder eine, ne, also sich durch das Kämpfen die Kulte nicht generiert, die Anhänger sich nicht holt, muss man irgendwann anfangen, ein bisschen auf Anhängerproduktion zu setzen. Damit man halt das immer, 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 immer weiterspielen kann, das Spielchen. Das ist sehr, sehr lustig. Ihr könnt quasi mit dieser Art von Spielstil. Jetzt haben wir hier. Puh, das ist natürlich geil. Minus 50% Kosten auf Heldenaktion und 20% Erfolgschance. Ja, das ist ja. Eieiei. Ja, gut, das lassen wir uns nicht durch die Lappen gehen. Ja, ihr seht, das Gebäude wohl gebaut. Und da ist der Kultist. Das heißt, den nehmen wir jetzt und schicken den jetzt hier runter. Und könnten dann hier unten
neuen Kultisten beschwören und könnten dann anfangen, ganz Lothan mit diesen Kultisten vollzumachen. So dass wir gegen die Fraktion dann nicht kämpfen müssen. Hoffentlich, sie wird uns wahrscheinlich irgendwann, wird uns schon den Krieg erklären, da es halt einfach Lothan ist. Ne? Außerdem hat er gerade keinen Kriegsgegner. Das heißt, höchstwahrscheinlich wird er demnächst in den nächsten paar Zügen hochkommen, vor allem wenn wir anfangen, Agentenaktionen dagegen zu machen. Ne? Das ist das Trade-off. Wir erschaffen uns früh einen neuen Gegner hier unten, wenn wir Tyrion quasi kennenlernen, den wir auch nicht so schnell auslöschen können, weil ja Essarion noch da ist und die andere noch da ist. Ne? Das ist alles so ein bisschen Risiko, hat halt alles ein Risiko, wenn wir hier runtergehen und zum Beispiel nicht sagen, hier drüben, wir gehen nach dem Breton oder Imperium, die halt so weit weg sind, dass erstmal ein Weilchen dauert, ehe die rüberkommen, oder wir schippern hier unten runter zu den Dunkelelfen und machen hier unten bei den Dunkelelfen halt Stuff. Aber ne, da kann man jetzt so richtig, das kann man jetzt so richtig hintereinander chainen, wenn man das möchte. Also einen Kult nach dem anderen ausheben, da müssen wir halt nur gucken, ne? Irgendwann sind uns halt die Anhänger, gehen uns halt irgendwann flöten, weil wir nicht genug davon haben. Aber Stück für Stück für Stück kann man das halt tatsächlich machen. Das ist sehr, sehr lustig. So, das, was wir jetzt noch machen, machen wir das hier, da wir das schöne Event bekommen haben. So, wir haben es sogar geschafft und ihr seht das, ne? Warte, ich hab's gerade weggeklickt. Hier, na, da Gabe das Slaanesh verdienen an Herif. Das heißt, der hat jetzt hier unten eine Gabe des Slaanesh. Ne, ihr seht, was das macht. Das gibt uns Anhänger pro Runde. Er verbreitet Slaanesh-Korruption und er generiert verführerischen Einfluss für die jeweilige Fraktion. Das heißt, es ist sehr, sehr gut, sich eine Fraktion rauszusuchen und dort überall versuchen, diese Male zu verteilen, ne? Einfach jemanden aufbauen, der hier voll auf Agent geht, damit man die Male verteilen kann, weil die halt auch diesen Anhänger, ne? Die generieren halt Anhänger, die generieren verführerischen Einfluss. Also das ist super, super, super geil, einfach nur, um seine Ressourcen zu holen. Wir haben übrigens auch einen coolen Anhänger bekommen, den werden wir hier gleich mal rüberschicken. Den hier. Das wird nämlich seine Mission hier werden. Wir werden jetzt mit der Heldin, werden wir hier den Kult gründen. Wir werden dann sagen, wir werden gucken, wie wir hier mit den Anhängern hingucken. Ich werde euch das nochmal ein bisschen zeigen mit dem Chain. Das heißt, hier werden wir auch den Kult gründen, der uns wieder diese Heldenkapazität gibt und uns dann auch wieder, können wir halt einen neuen Helden generieren. Und dann werden wir hier anfangen, überall das zu machen, dass wir dann, selbst wenn wir ihn nicht bekommen, ne, wenn wir ihn quasi nicht vasalisieren können, auch wenn das gerade sehr, sehr gut aussieht, ne, da kommen jetzt noch, Gabe des Slaanesh kommt jetzt nochmal 3 Punkte obendrauf, dann sind wir bei, momentan machen wir, was machen wir, 8 pro Runde machen wir, machen wir mal 3 obendrauf, machen wir 11 pro Runde, das ist schon richtig, richtig gut. Und wenn der andere Kult auch noch fertig ist, kommen da ja auch nochmal 3 raus. Das, also, da kann man wirklich sagen, man bleibt hier oben in seiner Provinz stehen und chillt und kann halt trotzdem expandieren. Das ist so ein bisschen das, was bei Nakari Spaß macht. So, wir haben hier fertig die Forschung. Jetzt werden wir den Kulteverbreiten reduzieren. Wenn wir das wollen, wir können Baukosten nehmen oder auch, ne, also wir bleiben hier erstmal in dem Dings. Ich werde hier die Baukosten nehmen, da ich euch das mit diesem Kult-Chain zeigen will, was man damit alles macht, wie das halt, ne, ich will euch das einmal zeigen. Ihr könnt natürlich auch sagen, ihr macht das mit dem Kult-Chain nicht, sondern ihr sagt, ihr habt euch entschieden, wir wollen jetzt eine Fraktion rausnehmen. Keine Ahnung, seid ihr oben ins Imperium oder sonst wo hingegangen und sagt, die will ich erstmal haben, das reicht mir dann erstmal. Und ich werde die Kulte erstmal sparen, die Anhänger erstmal sparen, um diese random Kulte zu verbreiten. Dann ist natürlich, dann geht er natürlich auf die andere Forschung. Ne? Dann sagt er natürlich hier Kulte verbreiten minus 25%. Ich gehe jetzt hier erstmal auf die Baukosten runter, weil Geld, ihr seht, absolut Mangelware bei uns ist. So, das, was wir jetzt machen, wir gehen hier hin. Wir belagern das. Wir werden das hier nicht erobern. Er wird auch einen Ausfall machen, dann werden wir uns zurückziehen. Es geht nur darum, den Gegner dort keine Truppen ausheben zu lassen. So, dann werden wir das hier jetzt belagern. Wir machen das wieder so, weil wir erstmal, ne, wir machen hier eine Quicksave, laden dann neu, gucken, ob der Ki einen Ausfall macht. Wenn sie keinen Ausfall macht, dann müssen wir es spielen. Ne, wie gesagt, Tempo ist ja alles. Obwohl, ich zeige euch das einfach sowieso. Also, ich zeige euch das. Ich würde euch empfehlen, ne, belagert ist, guckt, macht dann Ausfall, macht er keinen Ausfall. Wenn er keinen Ausfall macht, dann müsst ihr das halt spielen. Wenn er einen Ausfall macht, habt ihr es halt wesentlich einfacher, weil wir keine Städte erobern können, so richtig im Early Game. Ich zeige euch das hier trotzdem, weil falls er keinen Ausfall macht, dann wollt ihr eventuell eine Idee haben, wie wir das hier machen. So, wir haben jetzt hier das Worst-Case-Szenario.
Das heißt, er hat 10 Schützen, er hat 10 Einheiten, die schießen können. Und das zwiebelt richtig, das tut richtig dolle weh. Das heißt, wir müssen gucken, hier reicht das, glaube ich, auch nicht, den Punkt zu capturen. Ne, das ist halt nur eine Nebensiedlung. Da müssen wir jetzt ein bisschen gucken, dass wir mit unserer Kavallerie wieder ein bisschen tricksen können. Also wir versuchen natürlich, den Punkt zu capturen. Ne? Wir versuchen uns eventuell hier im Wald zu verstecken. Wir werden mal gucken, wie wir uns hier verstecken können, wie das aussieht. Aber wir werden diesmal uns nur mit der Kavallerie verstecken, wahrscheinlich. Hier geht's hoch. Kann man sich hier in dem Wald verstecken? Bist du versteckebel? Ja, bist du. Okay, super. Perfekt. Das heißt, Dämonetten, also alle schnellen Einheiten. Oh, und... Perfekt. Die werden wir da unten hinstellen. Die versuchen dann nämlich hier lang und hier hochzukommen. Und alle anderen Einheiten werden hier drüben positioniert. Um den Gegner abzulenken. Gut. Jetzt... Für euch natürlich. Hierhin. Dahin. Hierhin. Dahin. So. Und der geht dahin. Gehst aber so rum und so rum, weil du sonst zerschossen wirst. So, wir haben Glück. Die KI macht wieder Bullshit. Das heißt, ne, ihr seht, die KI guckt, in welche Richtung sie halt... Lul. Barrikade. Das sieht aber nicht sehr hochelfisch aus, Junge. Das sieht sehr Slaneshi aus. So, also. Die Einheiten... gehen da volle Kanne rein. Und wir müssen mit Nakari aufpassen, dass er uns nicht umbubbelt. Ja, ja, ihr seht schon, da kommen die ersten Pfeile. So, das, was wir machen können, aber wir können hier ein bisschen was mit Magie machen. Ich muss hier mal die... das so. Dann können wir mal... So, schön Augen offen halten. So. Slaanesh-Bestien werden wir die Kavallerie abfangen. Wir werden beide die Kavallerie abfangen. So. Jetzt durchdrücken. So, da sind zu viele verbündete Truppen drin. So. Glorious! Hunt them down! So, da hat sich ein einzelner Bogenschütze rumgeschlichen. Eternal Hunters, guided by hunger. Den können wir im Streitwagen uns holen. So, wir müssen hier unbedingt aufpassen. Ah, ne? Da
Kari einmal einen falschen Angriffsbefehl gegeben und der Idiot rennt sonst wo lang. Ja, ne? Einmal nicht hingeguckt. Und der Lümmel stirbt halt einfach. Das ist unglaublich nervig mit einer Kari im Early Game. Ich meine, mit bis Late Game kommt da noch ein bisschen. So, und du. So nervig, ne? Dass die überall, ist ja dieser Fokus auf Makari, ist halt so kacke nervig. Marauders of Slaanesh! So, und so Dämonetten verrecken hier. So, du beschäftigst den mal schön. Du gehst mal da hoch. Du gehst mal da rein. Ich hab gesagt, mach auf. Mit Speed geben. Pain is a gift. Death rules sensation. Weg. Do not touch the Kari beast. Kari, move. We are in agreement. Nicht, warum die da lang laufen müssen. Keine Ahnung, was das jetzt hier schon wieder soll. Die müssen raus. Your desires are mine. Ach, zum Glück haben die bald keine Munition mehr. So, die Monetten wollen wir retten. Kari aufpassen. Marauders! Hellstriders! Soulriders! Play that soul! Marauders of Slaanesh! Das gleiche weg. Der einzige Grund, warum ich mit Nakari noch hier bleibe. Ja, dieses Buggen in den Städten, ne? Ich krieg's Krise, Junge.
So, rein da. Oh, muss man aufpassen. Makari ist ja so gut wie tot. Ja, ihr seht das, ne? Also, Städte, nicht cool für uns. So gar nicht cool für uns. Das ist halt einfach absolut nicht das, was ihr haben wollt. Dementsprechend wird die Hauptstadt zu erobern, die dort ist, auch wieder recht verlustreich werden. Das heißt, wir werden hier ein bisschen Verlustverstärkungsrate brauchen. Wir werden hier 1-2 Runden brauchen, um die Hauptstadt zu holen. So. Wir werden das Ganze plündern und besetzen. Na, für die Anhänger ausrauben. Ist wieder so die Sache. Ist die Frage, ob man danach genug Movement Speed hat. Ich gehe hier auch mal sicher, weil ich die Verlustverstärkungsrate will. Ja, dann rotieren wir hier voll. Zum Glück hat Nakari eine relativ okayische Verlustverstärkungsrate. Also er selber. Ist gar nicht so schlecht, was das Ganze angeht. Ja, das war das. Jetzt gucken wir mal. Name it. Alles gemacht, ne? And it shall be done. Ja. Und, getroffene Fraktion. Ja, genau. So. Jetzt können wir mal hier rüber gucken. Ja, das wollte ich nicht. Weiter links. Zu den Bretonen. Bretonen. Lord of Bretonia. Hier haben wir eine Volksresistenz auch von 5 Punkten. Bretonen sind natürlich auch immer ein sehr, sehr schönes Ziel, was die Korruptionsmöglichkeiten angeht. Vampire ist jetzt nicht so. Vampire kommen wir halt nicht rein. Wir hoffen, dass Graf Noctilus und Tyrion sich prügeln, dass der nicht zu uns kommt. Also, wenn wir es jetzt nicht gebrauchen können, ist, dass Tyrion zu uns kommt, weil dann auch gleichzeitig Illyrio noch zu uns hochkommen würde, weil die in einem. Sind nur defensive Verbündete. Vergesst das, was ich gesagt habe. Ja, hier sieht es ganz gut aus. Hier sind wir aber leider noch relativ weit weg von einem Handelsvertrag. Na, wir wollen hier auf jeden Fall mit den Dunkelelfen uns gut stellen. Wenn sie ein bisschen größer werden, Geißel das Kane hält sich relativ gut. Es ist halt die Frage, wenn das Phönix-Tor fällt, dann fällt auch der Rest relativ schnell. Ja, aber sonst Bretonen könnte man gucken, ob man sich bei den Bretonen mit einschleimt, aber dann müsste man sich hier gucken beim Roten Herzog, den Krieg und so erklären. Also da müsstet ihr jetzt wirklich, wenn man sagt, man will irgendwo rein, dann nicht nur so Larifari irgendwo rein, sondern wirklich rein da. So, wir sehen hier nächste Runde, ist das fertig mit Bauen. Das heißt, wir switchen wieder auf die Baukostenreduktion zurück, weil das, was wir haben, ist Geldprobleme und kein Wachstumsproblem momentan. Wir müssen einfach gucken, dass wir ein bisschen mit unserem Geld umgehen. Das Belagern hier verhindert halt, dass hier eine Armee aufgestellt werden kann. Ne? Wir gehen jetzt zurück. Jetzt kann er maximal einen Kommandanten rekrutieren. Aber er kann keine Armee rekrutieren, weil selbst einen Agenten, einen Held rekrutiert er nicht. Weil um Armee zu rekrutieren, muss man quasi eine Runde komplett ohne Belagerung etc. sein. Das heißt, hier, die wird jetzt erstmal nicht stärker, die Armee dort oben. Das heißt, das, was wir machen könnten, wir gehen hier hoch für die verbesserte Verlustverstärkungsrate, ne, da wir hier das Gebäude schon haben. Einfach, damit das schneller wieder hochgeht, weil die Truppe ist eigentlich stark genug. Ich müsste eigentlich nur 1 oder 2 Verlustverstärkungsraten-Ticks haben, dann ist das vollkommen ausreichend, um hier die Hauptstadt einzunehmen. So, Wachstum. Hier ist jetzt so die Sache, da könnt ihr euch jetzt so ein bisschen entscheiden. Auf der einen Seite ist natürlich das Defensivgebäude eine schöne Sache,
weil ne, Verteidigung, seht ihr schon, ist nicht berauschend. Und Verteidigung ist generell nicht so das große Thema. Das andere ist, wir sind hier schon kurz vor Stufe 2. Das heißt, wir werden hier nächste Runde sowieso die Dimensionshaupt, den Dimensionsspalt ausbauen wollen. Das heißt, wir könnten dafür Geld sparen. Na, wenn wir jetzt 4,9, wenn wir jetzt hier was bauen für 1,8, dann reicht das nicht mehr, um hier den Dimensionsspalt quasi zu holen, vom Geld her. Dementsprechend können wir den Bauslot Osmo laufen. Das andere, was man natürlich machen kann, ist hier, wir fangen das Geldgebäude schon an, weil das wird definitiv gebaut in der Hauptstadt. Ne? Das baut ihr in allen Hauptstädten bitte rein. Auch wenn ihr das nicht mit unter minus 50 Kontrolle machen wollt, macht trotzdem dieses Gebäude, weil das ist wirklich das Einzige, was euch wirklich Geld gibt. Ne? Gebäude, was euch flat Geld generiert. Ja. Ja, wenn ihr Anhänger überhaupt, sind natürlich solche Sachen auch immer ganz geil. Ne? Wenn ihr Arena der Freuden einfach zwischendurch habt, wenn ihr die Anhänger gerade nicht braucht für das Bonuseinkommen. Das ist für die ganze Provinz halt. Eine Sache, die man machen könnte, wäre halt das. Das ist relativ billig. Gibt euch nochmal 5% Einkommen aus der ganzen Provinz. Und es fängt halt schon mal an, Anhänger zu produzieren und Ressourcenproduktion. Das heißt, wenn ihr, je mehr Ressourcen ihr zum Handeln habt, desto besser, sagen wir mal, desto einfacher ist es, Handelsabkommen zu schließen. Weil jetzt, wenn wir gucken, hier auf Handelsabkommen klicken, auf die, warte mal, wo sieht man das? Hier sieht man das, ne? Muss das sein? Auf die minus 0,9, wo ist das? Genau, hier habt ihr diese, was ist das? Ist das diplomatisch? Ich weiß gar nicht. Das wird hier gar nicht aufgelistet. Aber je mehr Handelsgüter ihr habt, ne, je mehr ihr davon produziert, desto einfacher ist es, Handelsabkommen zu schließen, weil ihr dann wirklich was verteilen könnt. Das, was wir jetzt quasi verkaufen, ist ja quasi nichts. Ne, das ist halt nur so, ne, die KI macht daraus halt ein bisschen was, aber eigentlich haben wir nichts, was wir verkaufen können an denen. Dementsprechend ist das eine schöne Sache, wenn wir schon mal da Handelsgüter haben, damit wir hier unten ein Handelsabkommen bekommen. Vielleicht heben wir uns das Handelsabkommen auch auf und machen das Handelsabkommen mit den Kult der Sinnesfreunde, weil ihr seht, die haben 5 Siedlungen. Die sind jetzt Runde 8. Das ist relativ okayisch. Das ist auf jeden Fall nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass es langsam geht. Wir müssen gucken, dass die sich einen Kriegspartner suchen. Hoffentlich nicht unseren. Das Lustige ist, wir steigen sogar in der Beliebtheit. Weil wir Heldenaktionen gegen Sephray machen und die Sephray nicht mögen. Das ist tatsächlich sehr, sehr lustig hier oben. Aber ne, dass ihr da so ein bisschen im Hinterkopf behaltet, das kann ganz gut sein, einfach mal so ein Dings zu machen. So, jetzt werden wir hier einen Kult ansiedeln. Ja, wir werden hier den gleichen Kult, jetzt können wir sagen, ne, wir machen jetzt hier den gleichen Kult, einfach um jetzt Tyrion auch noch zu holen. Das würde ich euch tatsächlich auch empfehlen, weil Tyrion ist eher die Fraktion, die ihr als Vasall haben wollt. Das hier ist eher nur so eine, naja, wenn ihr Glück habt, überlebt sie. Wenn ihr Pech habt, überlebt sie nicht. Ne? Das ist halt so eine Fraktion, die wird halt relativ schnell geplättet. Wir werden den übrigens wieder zurückziehen. Die Fraktion wird halt relativ schnell geplättet, wenn Tyrion oder Ariel ihnen wirklich den Krieg erklären sollten. Ne, Ariel wäre auch so eine Fraktion, die man versuchen könnte, von Anfang an zu übernehmen. Aber Ariel ist ein bisschen näher dran, ne? Die können wir zur Not auch noch militärisch mit umgehen. Und ihr müsst halt immer dran denken, wenn ihr das macht, wenn ihr Heldenaktionen gegen diese Fraktion macht, dann geht halt eure Beliebtheit runter, eure diplomatische Beliebtheit bei denen. Und wenn die immer weiter runter geht oder ihr anfängt, sie mit Heldenaktionen zu piesacken, kann die KI in diesen Trigger-Modus wechseln. So nach dem Motto, ey, du hast mich schief angeguckt, jetzt greife ich dich mit allem an, was ich habe, auch wenn es komplett Bullshit ist. Da müsst ihr wirklich unheimlich aufpassen. Das müsst ihr wirklich immer abwägen, könnt ihr euch das leisten, könnt ihr euch das nicht leisten. Ist es worth, ist es nicht worth. Wenn ihr euch da unsicher seid, ne, weil das ist immer ein bisschen, da ist immer ein Random-Faktor dabei. Manchmal kann man die KI jede Runde, 20 Runden lang mit Heldenaktion vollspammen und sie macht halt einfach nichts. Manchmal brauchst du nur, keine Ahnung, einmal einen falschen Fuß auf ihr Gebiet setzen und die springt dir mit allem, was sie hat, ins Gesicht. Macht euch da einen Quick-Save, guckt, ob es worth ist oder nicht worth ist. Ich sag mir jetzt, wir müssen erstmal warten, bis Tyrion sich einen neuen Gegner holt. Das heißt, wir gucken jetzt, ob Tyrion sich zum Beispiel hier unten
die Flotte holt als Kriegsgegner oder ob er gegen Hochelfen geht oder sonst wohin. Wir machen jetzt erstmal kein Spawn-Gebäude. Ne? Wir holen uns jetzt nicht das Gebäude, sondern wir werden uns das Gebäude holen, was uns noch Anhänger produziert. Dafür werden wir das ausgeben. Wir können die Gebäude auch jederzeit wieder abreißen. Das gibt uns 150 zurück. Das heißt, wir verlieren nur 100 Anhänger, wenn wir ein Gebäude bauen und es wieder abreißen. Dementsprechend kann ich das hier drüben, kann ich dann sagen, okay, wenn ich sehe, Tyrion sucht sich jetzt einen Feind in den nächsten 2-3 Runden, dann kann ich das Gebäude hier wieder abreißen, baue das andere Gebäude wieder rein und könnte dann anfangen, Tyrion zu unterwandern mit den Kulten, weil ich weiß, der ist jetzt erst mit einer anderen KI beschäftigt. Das ist keine Garantie. Versteht mich da nicht falsch. Wir werden den übrigens voll auf Agenten skillen. Das heißt nicht, dass die KI euch dann ignoriert. Na, dass wenn sie einen anderen Kriegsgegner hat. Das ist nur eine erhöhte Wahrscheinlichkeit. Lasst euch da von der KI nicht foppen. Da müsst ihr echt aufpassen, weil unser Ziel zum Erobern ist eigentlich als nächstes Essarion. Na, Essarion oder je nachdem, eins von beiden, entweder Essarion oder Avalon. Kommt immer so ein bisschen drauf an, wer von beiden größer wird, wer seinen Startgegner schneller rausgibt. Meistens ist es Essarion. Verwickelt sich Essarion im Krieg zum Beispiel mit Grom den Fettsack. Wenn die jetzt einen großen Krieg miteinander starten, könnte man Essarion auch ignorieren und rübergehen und erst sich Ariel holen. Da muss man ein bisschen gucken, wie die Kampagne sich entwickelt. Ja, nur so als Hinweis sozusagen. Ulf-One's Defender. Ja. Let's hear it. Ja, ihr seht hier, unsere Beliebtheit droppt wie Hulle bei dem diplomatisch, da wir halt immer mehr Heldenaktionen gegen ihn machen. Aber das ist nicht das Ding. Unser Problem ist es sicher nicht, diplomatisch hier jetzt einzuschmeicheln. Das geht natürlich auch mit den Kulten. Ne? Wir haben ja das Gebäude hier. Das hier, was uns einen vorübergehenden Bonus auf die diplomatische Beziehung gibt. Das heißt, da kann man diesen Mali ein bisschen ausgleichen. Mal gucken, sehen wir das bei denen hier noch? Das Gebäude ist ja schon weich gebaut. Sehen wir das hier noch? Das ist... Nee, nicht die Toleranz. Naja, das sehen wir hier nicht mehr. Das dürfte nicht die Toleranz sein. Die Toleranz hat er ja nämlich auch, ne? Ja, ja, die Toleranz haben die alle. Da das von der... hier, genau. Die Beziehung mit 20% mit allen Fraktionen. Das ist so ein bisschen dieses... Daher kommt die Toleranz. Sehen wir nicht mehr den diplomatischen Boni. Den hat er quasi schon... Der ist quasi abgelaufen. Aber damit kann man so ein bisschen die Mali durch das Einsetzen sozusagen... minimieren. Gut, dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Wie immer, wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, würde ich mich riesig über ein Abo, ein Like, einen Kommentar freuen und das Glöckchen aktivieren. Ihr könnt auch auf Twitch vorbeischauen. Ich stream so von Mittwoch bis Sonntag von 14.15 bis 23.24 Uhr. Alles querbeet fällt ein. Momentan eine Menge Warhammer, auch Vorbereitung zum PvP-Turnier. Wenn ihr mehr zum Thema PvP-Turnier wissen, schaut mal in die Infobeschreibung. Da sind die Links zum Discord von meinem, vom PvP-Turnier, von Twitch und auch noch ein paar andere schöne Links verlinkt. Was Sky-technisch angeht. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch schon mal frohe Ostern und haut da rein.